Wir haben beim letzten Mal das Piratenland abgeschlossen. Es hat genau 7 Parts gebraucht. So, jetzt gehen wir weiter in das Westernland. Werdet hier Sheriffs in der kleinen Stadt im Wilden Western. Schwierigkeitsgrad natürlich hart, sonst wäre es langweilig, genauso wie 50 lange Runden Western Action pur hier. Alles natürlich mit Bonus und dann ist alles in Ordnung. Und auf in die Boutiquen, wir müssen uns umziehen, umkleiden. Und die Musik ist so richtig, richtig retro, retro geil. Also echt was mit Westerns zu tun. Das ist so richtig, richtig, richtig geil. Ja, natürlich am Itemland vorbei, wäre sicher. Wer mit 2 Buhu, ihr seht es gerade unten links und oben rechts, 2 Cooper-Bänke. Oh ja, dieses Brett ist schon ein bisschen aggressiv. Ja, mit einer 1 komme ich. Jawoll! Ich krieg gleich mal Geld. Ein Scan wäre aber lieber gewesen. Aber man möchte nicht zu gierig sein, oder? Nein, doch nur nicht. Ah, ich wollte jetzt eigentlich die Mini-Schwertklang aus und 1 gegen 3 in Disco-König. Mario ist in der Disco und muss uns was vortanzen. Kann er das überhaupt? Ach, schon vertan, dass ich mich nicht darauf konzentriert habe. What? Ey, normalerweise verkackt die KI das nie, ey. Oder selten. Alter. Ah gut, wir steigern uns von der 1 auf eine 2. Da müssen wir gleich eine 3 kommen. Immer sind wir schon bei der Zahl 10. Mal gucken, ob er mitfährt. Komm, du fahr mit. Ne. Gewinn ich nicht. Also, oh, ich weiß auch nicht. Da komme ich sehr schnell in Rückstand, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum, ey. Ich bin aus der Übung, ey. Ey, das gibt's ja echt nicht, was ich hier würfle, ey. Ich möchte mit Sicherheit bleiben. Deswegen gehe ich lieber nach oben. Wir würfeln aber alles momentan echt schlecht. Wir kommen ja überhaupt nicht vorwärts, ey. Wir kommen alle momentan nicht vorwärts. Und wir kommen sogar noch weiter hinter mir. Ja, genau. Also, die Würfel sind heute irgendwie verhext hier. Das ist ja unnormal. So, Luigi. Komm, wir kommen zum ersten Mal im Buch vorbei. Nein, noch nicht, okay. Alter! 1, 2, 2, ey. Ich habe noch nicht überhaupt eine 3. Der Durchschnitt ist schon komplett im Arsch. Bleibt im Eimer, ist auch dieses Blitzgame. Kampf bin ich bei ihm. Komm, wir nehmen den ersten. Weiß ist eine schöne Farbe. Sag ich doch. Oh mein Gott, ey. Ich hasse dieses Game irgendwo. Irgendwo ist es gut, irgendwo ist es scheiße. Und ich wollte erst grün nehmen, weil Yoshi grün ist. Aber egal. Donkey Kong ist weg vom Fenster. Mal gucken, was Mario reißen kann. Er kommt über Fail. Komm, Fail, Fail, Fail. Jawohl. Geld regiert die Welt. Ich hab den Bowser hier bestochen, ja. Grün, gelb, rot. Scheiße, pink, nein. Also in dem Spiel habe ich immer Glück. Keine Ahnung, woran das liegt. Er macht doch mal einen Fehler. Ja, sozialen Schweine. Das würde Tobi jetzt sagen. In Klammern Mülchen. Ich wusste, dass A kommt, weil der Lakito so langsam war. Ich hasse das, wenn man unter Druck steht, ey. Dann fange ich an zu zittern, ey. Vor allem bei solchen Games. Wenn ich jetzt fahren muss bei der Formel 1, dann ist das nicht, dann merke ich es gar nicht. Aber hier, bei solchen Knöpfen drücken, ey, das ist. Oh, das ist nichts für mich. Das ist nichts für meine Startnerven hier. Das ist absolut nichts. Absolut nicht, ey. Ich zittere wie der Christian Horner am Kommandostand, ey. So schlimm ist das, ey. Oh mein Gott, weg mit dir. Donkey Kong. Tschüss. Ist ja auch. Und man muss von mir klauen. Das kann uns nicht irgendwo sein. Alter, was ist denn hier los, ey? Ist der Akknopf eingerostet? Na gut, 11 Münzen. Na gut, wir befinden uns auch am Anfang des Spiels. Ich glaube, der Knopf ist eingerostet hier. Der möchte nicht mehr. Ja, mal gucken, was hier wieder gewinnen wird. Die Strategie oder das pure Glück. Und der Zug fährt nochmal weiter. Und nein, nicht Feuerseil. Können wir nicht jetzt einfach mal Spielspieler haben, die ich auch gewinnen kann und wo keine Grafikbugs entstehen? Oh Gott. Da kann ich ja mich gleich treffen lassen, ey. Luigi führt mit weitem Abstand schon, mit 20 Münzen. Das war mal mein Vorsprung. Oh Gott, nein. Noch ein Kampf-Minigame, okay? Hallo? Aber krass, die werfen bestimmt die Bombe zu mir, wenn die genau bei mir hochgeht. Dann durfte ich erst mitspielen. So, jetzt ist Luigi fällig.
Jawohl! Schon mal Münzen. Oh, das ist immer so spannend hier. Also das gewinne ich auch relativ häufig in diesem Let's Play, was mich wundert eigentlich. Aber dafür kommt das bei dem Glück, habe ich dann wieder Pech. Der schon gesehen. So, 28 Münzen auf mein Konto, danke. Ey, das ist doch hier nicht mehr normal, ganz ehrlich. Hallo, gib mir einen Pilz. Und wenn ihr denkt, das ist schon harmlos hier, ja, wartet mal ab. Die Big Cannon kommt noch. Big Cannon und Feuer. Reit. Ey, das ist doch nicht zu verrückt werden hier. Was ich heute für einen Dreck würfel, das ist nicht mehr mal 2, 4, 6, 8, 2. Geh ich lieber nach oben, da bin ich doch sicherer, ey. Ich glaube, die Wege sind eh gleich lang. Und ich habe, glaube ich, noch nicht einmal eine. Ja, ist klar. Ich glaube, ich habe nicht einmal eine 6 oder so gewürfelt. Und endlich mal eine hohe Zahl. Und doch mein erster verdienter Stern. Juhu! So, wie geht denn das jetzt am besten? Ich war aber mal genau gegenüber. Ja, fast gegenüber. Also kurz vor gegenüber muss man drücken. Yes! Also quasi auf der Höhe, wo die Ampel quasi steht, das Signal für den Zug halt. So, natürlich setzen wir den Goldpilz ein. Geschenkten Gaul. Ja. Oh, Alter, ich habe echt Pech heute. Okay, die 8 rettet wieder einiges raus. Jawohl. Die 8 hat es rausgerettet. Ja, ja, es war wieder furchtbar. Du hast nur 16 Münzen. Bessere Dienste hätte ich von dir schon erwartet, ey. Ja, man kann einen nie glücklich stimmen. Nie. Der Mensch ist so gestrickt, dass man nie einen glücklich machen kann. Was nehmen wir? Den Elektroroller, das kann er gar nicht gewinnen. Das ist ein sicherer Sieg für uns. Das kann der Einzelplayer gar nicht gewinnen, habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Oh, wie, du nimmst die Bombe, ey. Bist du 3 Köpfe kürzer, ey. Obwohl, ich bin jetzt 10 Felder weg von da unten, da oben 18. Ja, doch, nimm die Bombe. Ich glaube, er nimmt den Goldpilz. Ja, natürlich nimmt er den Goldpilz. Boah, wow, es war knapp, da konnte ich mich nicht entscheiden, wo ich hinfliehen sollte. Die eine von Mario war richtig gut. Immer in Bewegung bleiben. Boah, wow, die war auch gut. Hat aber nicht gereicht, deswegen gewinne ich. Ich glaube, er war bis auch nicht so Kandidat, der hohe Zahlen gewürfelt hat, also. Okay, diese mit der 7 hat er mich noch nicht eingeholt. Ah, jetzt hat er mich eingeholt. Jetzt wird er den Stern, glaube ich, kriegen, ja. 21, das sollte ausreichen. Das heißt, wir können uns um Plan B kümmern. Ja, super. Hier ist gerne der Gegner an Donkey Kong. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn der sein Geld zusammen kratzen kann. Muss ich jetzt halt schauen, was ich jetzt mache. Was strategisch gesehen am besten ist. Okay, vom Fahrzeichen Stern kriege ich auf keinen Fall. Da lege ich mich fest. Und Donkey Kong steht hier auf dem Weg. Der kriegt die super Abkürzung dadurch. Oh Mann, ey. Er hat sogar die. Ja, der. Also, wenn der den Stern nicht kriegt, dann. Hat er was falsch gemacht? Wieder alle gegen mich in. Pinguinrennen. Sehr schön. Komm, gib Goss. Hallo, Donkey Kong. Nee, du kriegst meinen Fisch nicht. Mein Fisch kriegst du definitiv nicht. Das kann ich sogar ganz langsam machen. Weil die Übergabe, die kostet auch Zeit. Und auf dieses Projekt freue ich mich sogar noch mehr. Mario Party 3, mein absolutes Lieblings-Mario Party. Aber da trennen uns, glaube ich, noch ein paar, ja, Bretter vor allen Dingen. Ballon-Scooter kennt man wahrscheinlich vielleicht aus der Schule her. Ja, man hat hinten einen Ballon, der darf nicht platzen. Ja, sonst ist man draußen und wir haben natürlich Stachis da vorne. Ich rate immer hier am Anfang zu warten und sich dann die Gegner zurechtzulegen. So wie ich das jetzt gemacht habe. Und dann gewinnt man das Ding eigentlich. Am besten den Goldpilz. Glück gehabt. Boah. Aber das, ich habe zu früh gemacht. Good item. Yeah. Wieso bin ich eigentlich hinten?
Alter Donkey! Alter, steht der mir voll im Weg mit seiner dicken Brett. Oh, egal. Ja, kipp die Keramik, das ist eigentlich mein Game, was ich bis jetzt fast immer gewonnen habe. Also beim ersten Mal, glaube ich. Da war es einfach nur Pech und kein Konzentrationsfehler. 15 Runden sind jetzt schon absolviert, also es geht richtig, richtig geil vorwärts hier im Wilden Western. Dreht die Scheibe, die geile Schallplatte. Drehen, 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 drehen. Oh, da ist der Tanz. So, mal gucken, ob ich schnell die Richtung finde. Ja, ich finde die Richtung relativ schnell und deswegen gewinne ich das Spiel auch. Und warum habt ihr es immer nur auf mich abgesehen? Das ist doch richtig, richtig, richtig asozial von denen. Ey. Immer auf den ersten Platz. Immer der arme Yoshi. Immer der arme Yoshi wird hier verurteilt. Ey. Ja, schäm dich dafür, dass du mir gerade bei der Hälfte meiner Münzen geklaut hast. Genau. Alter, ihr geht mir alle im Weg. Was? Luigi hat gewonnen? Es ist unfassbar. Dass der das Ding noch gewinnt, weil den habe ich dir schon im Weg, ey. Und zwar deutlich. Schon wieder Himmelsfeger. Ja, wirklich darf ich die jetzt hier nicht schlagen, sondern darf ich, glaube ich, lenken. Das hoffe ich die ganze Zeit jedes Mal. Nein! Das ist doch Dreck. Sag ich doch. Boah, ist der doof, ey. Boah, ey, wegen sowas verliert man immer Geld, ey. Das ist. Da kann man noch so gut sein, ey. Guck mal, wie der fährt, ey. Als wenn er so viel Wodka gesoffen hätte. Ja, war klar. Ja, das gewinnen die auf jeden Fall. Boah, ich hasse das, wenn du das Ding nicht steuern darfst. Also in dem Fall ist es ja eh zu blöd dafür. Dann habe ich jetzt echt die Arschkarte. Ja. Dann habe ich die Arschkarte, weil ich kann mir jetzt keine Skelettschüsse kaufen. Und das ist leider richtig, richtig dreckig. Richtig, 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 richtig dreckig, ey. Ja, Mann, ey. Super, der ganze Plan ist kaputt gegangen. Ja, muss ich jetzt anders taktieren hier, ey. Das kann's doch echt nicht sein. Ist das eine Gemeinheit? Ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Ich krieg Geld. Mit Luigi wäre mir lieber gewesen. Ich glaube, ich müsste jetzt theoretisch einen mehr haben als Luigi, oder? Aber Mario hat gar keinen. Ja! Ohne Gold ist gewonnen! Boah, stark. Pinguine sind ja vom Arschkern bedroht. Ist ja das Schlimmste überhaupt, ey. Wie so viele andere Tiere auch, ey. Hier war eine. Einfach mal. Oh! Ist echt so, ey. Ist ein Thema, wo man sich mal auseinandersetzen muss, ja? Warum man immer von mir, ey, obwohl Luigi mehr Geld hat, ey. Das ist doch Dreck hier, ey. Mit zwei Buhus an der Seite, ey. Komm, lass mich in Ruhe. Also, es gibt die Spiele, die gewinne ich auf jeden Fall, ey. Aber mein Lieblingsminigame hier kam leider noch nicht zum Tragen. Das habe ich sonst immer richtig oft, ey. Nein! Oh, keiner hat sich um Luigi gekümmert. Das war das Problem an der Geschichte. Nein. Oder nein. Oh, doch. Naja, egal. Ging nicht so ganz auf die Strategie, aber egal. Aber gut. Na, ich lasse den Stern jemand anderes da holen, ey. Von Donkey Kong kann ich immer noch einen Stern grabben, ey. Das ist auch nicht das große Ding. Ja, genau. Dann haben wir natürlich noch Blöcke, die das auch noch jedes Spielgeschehen beeinflussen. Und ich gerne das dazu schustern hier, ey. Boah, da hatte ich Glück! Danke, Donkey Kong, danke, ey. Einfach nur danke, ey. Ich habe das gleich zum ersten Mal gewonnen. Ja, diesmal habe ich kleinere Sprünge gemacht. Nicht so wie früher, so ganz hohe. Dann springt der irgendwann nicht mehr. Genau, das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Ich habe das Gefühl, die Kugeln sind hier nicht so rund. Oh mein Gott. Mario tut auch sein übliches.